Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von U-Boat. Vor der kanadischen Küste haben wir hier einen Geleitzug vernichtet, mehr oder weniger, denn ein Schiff ist noch übrig, nämlich die SSA Frank Lever, ein amerikanischer Frachter der Liberty Class, und den werden wir uns jetzt noch nähern und werden den noch mit unserem Bordgeschütz eliminieren. Da begeben wir uns direkt mal auf den Weg, halbe Fahrt, das passt soweit alles. Wir haben aber hier oben noch einen weiteren Kontakt und um den müssen wir uns auch noch kümmern. Genauso wie ist ja in diesem Bereich irgendwo noch der Zerstörer, der noch so halb über dem Wasser rumdümpelt. Auch um den müssen wir uns noch kümmern. Aber wie gesagt, jetzt gehen wir erstmal oder fahren erstmal in Richtung des amerikanischen Frachters und schauen mal, dass wir den versenkt bekommen. Dann überprüfen wir hier oben diesen Kontakt, um was es sich dort handelt. Und dann fahren wir in Richtung Zerstörer. Ihr merkt, wir haben also eine ganze Menge zu tun. Lasst uns also an die Arbeit gehen. Und der amerikanische Frachter ist hier hinten. Er ist schon zu sehen. Und ja, wir haben ja echt ein bisschen mit dem Seegang zu kämpfen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, gehen wir mal auf große Fahrt, um das Boot zumindest ansatzweise irgendwie zu stabilisieren. Und ich möchte mal gucken, bei dem Seegang ist doch bestimmt hier wieder Wasser in der Zentrale. Nein, tatsächlich ist noch nichts eingedrungen. Alles klar, ansonsten hätte ich jetzt die Lenzpumpe angeschmissen oder anschmeißen lassen, aber da ist alles gut. Wunderbar. Wir verlegen also jetzt hier in diese Richtung. Ah, der ist noch ein bisschen weit weg, um hier das Feuer zu eröffnen. Wie viel Schuss haben wir noch? 20. Ja, nee, da möchte ich jetzt nichts verschwenden. Das ist ein bisschen, ja, könnte gefährlich werden, dass uns dann die Munition ausgeht und wir dann Torpedos nutzen müssen. Das machen wir nicht. Ich meine, wir haben immer noch die Flugabwehrgeschütze. Auch die können wir so etwas für so etwas nutzen, aber ja, solange wir das Bordgeschütz haben, das ist halt viel effektiver und geht halt auch schneller. Okay. Da ist er. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen drehen, damit er uns nicht rammt. So. Dann lenken wir gerade und oh Leute, ein schönes Ziel. So sollte das doch was werden. Ich wollte gerade schon sagen, sagte er und schoss ins Meer. Was ich interessant finde, ist, dass die ihre MGs wahrlich nicht nutzen, um uns zu beschießen. Ne? Das finde ich sehr interessant. Scheint also noch nicht im Spiel zu sein. Da hoffe ich, dass es das bald noch ins Spiel schafft. Und wir gehen mal auf halbe Fahrt runter. So, und wir werden jetzt mal hart Backbord. So, noch 8 Schuss. Aber das sieht gut aus. Ja, der läuft voll. Mal gucken, ob es schon gereicht hat. Wir warten mal ein bisschen. Wir sparen uns die 6 Schuss, die wir jetzt haben, noch auf. Vielleicht hat das gereicht. Ja, sieht gut aus. Na, jetzt hat er abgebrochen. Oder? Vertue ich mich? Nee. Läuft noch weiter voll. Das sah gerade nur im Moment so aus. Und den haben wir auch. Sehr schön. Wunderbar, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir die Drehung hier mal komplett. Und hier brennt noch was unter Wasser. Brennt vielleicht das Öl oder Benzin oder was auch immer. So, schön drehen. Dann kümmern wir uns mal hier kurz um die Gestrandeten. Das sind nämlich eine ganze Menge Leute. So, wir gehen auf kleine Fahrt runter. Dann sollten wir mit denen interagieren können. Wenn wir dann abgebremst haben. Und jawohl.
Den geben wir mal Vorräte. Und nee, den haben wir ja gerade Vorräte gegeben. Das zweite Boot. Da haben wir auch direkt den Kommandanten und den Ingenieur. Fantastisch. Und ich würde sagen, dann geben wir dem Boot auch nochmal Vorräte. Und weil das so viele sind, geben wir dem dritten Boot auch nochmal Vorräte. Dann haben die erstmal genug, bis die hier aus dem Wasser gezogen werden. Und dann begeben wir uns mit großer Fahrt nach hier oben hin. Und schauen mal, was wir denn hier vorfinden. Guckt hier noch was aus dem Wasser? Nee, da ist alles gut. Wollen nur gucken, weil hier ist ja immer noch. Guckt immer noch der Mast aus dem Wasser. Sehr interessant. Dass das Boot nicht weiter untergeht. Naja, gut. So, was haben wir denn hier? Einen weiteren Frachter. Leute, das ist ja fantastisch. Und es handelt sich um einen Tanker, der ebenfalls unbewaffnet ist. Auch ein amerikanisches Schiff. Ja, cool. Vielleicht kriegen wir dann sogar nochmal wieder ein bisschen Feuerwerk hin. Wobei ich das bezweifle. Was ich aber jetzt nochmal mache, ist uns hier in die Mitte einen Marker zu setzen. Weil von hier aus fahren wir dann nämlich gleich nach Westen und schauen, dass wir den Zerstörer noch finden, weil den müssen wir auch noch versenken. Ja, okay, das passt alles. Warte, die Moors Fields. Oh, der gibt Gas, Leute. Der hat keine Lust auf uns. Kann man ihm mal irgendwie nicht übel nehmen. Na komm schon. Das ist ja. Okay. Dann gehen wir auf große Fahrt runter. Ich glaube, so wird das was. Und na, ist ein bisschen weit weg noch, ne? Na gut, erster Schuss, ein Treffer, aber der ist wirklich sehr weit weg. Also, das heißt, ist sehr weit weg. Das kann man so nicht sagen, aber er ist ein bisschen zu weit weg, um ihn vernünftig unter Feuer zu nehmen. Und der haut uns richtig ab hier. Aber er kann uns nicht entkommen. So, jetzt müsste er aber relativ nah bei sein. Und ja, das sieht gut aus. Naja, wenn man so schießt, nicht. Das muss man da schon mal sagen. Aber der Seegang ist auch wieder höllisch. Meine Güte. Na, komm schon, ich ziehe die Maus nach oben und es passiert einfach nichts, weil der Seegang so krass ist. Das war unsere Munition. Wir haben alles verschossen. Dann werden wir es jetzt so machen. Ich mache mal ganz kurz Pause. Dann werden wir es jetzt so machen, dass der Kommandant schön an die Fürlingsflak geht. Und dann schauen wir mal, dass wir den noch auf den Grund kriegen. Das wäre ja gelacht, Leute. Sehr schön. Da ist er. Wir nehmen jetzt mal HE-Munition. Und Feuer. Ja, mit dem Seegang auch echt nicht leicht. Aber geht schon irgendwie. Nachladen. Das könnte jetzt ein längerer Beschuss werden. Und der dreht schon wieder von uns ab. Wir gehen auch mal. So. Ich nutze jetzt extra mal Hochexplosivmunition, damit wir hier möglicherweise schöne Detonationen sehen. Ah, ich glaube fast, dass das wird. Na, laden wir mal die Panzerbrechende. Ist bestimmt ein bisschen effektiver.
Ja, es wird was. Langsam, aber es wird was. So, drehen wir noch. Ja. Geh nochmal kurz auf die Karte. So. Bisschen vorspulen. So. Haben wir ihn noch im Visier? Nein, nicht mehr. Da müssen wir ein bisschen drehen. So. Sag mal, wo willst du denn jetzt hin? Gucken wir mal, wie sieht's jetzt aus? Naja, gut. Ist eher im Endeffekt genauso wie vorher auch. Nicht schlimmer, nicht besser. Dann probieren wir es einfach so. Ja, er brennt. Das ist schon mal gut. Versuchen wir es nochmal mit der HE-Munition, ob wir da... Tut er? Oh ja, das Oberdeck brennt auch, Leute. Jawohl, sehr schön. Ha, das ist es, was ich hier sehen wollte. Und da war es das mit dem Tanker. Sehr schön. Den haben wir dann auch. Sind da Leute rausgekommen? Wir gehen mal direkt auf halbe Fahrt runter. Oh, da gab es nochmal eine Folgedetonation. Ja, hier sind Leute rausgekommen. Denen werden wir natürlich wieder helfen. So. Oh, nicht rammen, die armen Kerls. So ist gut. Eine kleine Fahrt runtergehen. Und ich habe hier gerade gesehen, wir haben noch... offensichtlich ein Schiff im Gebiet. Hier ist kein Kommandant dabei und kein Ingenieur. Dann geben wir ihnen einfach ein paar Vorräte. Und dann hat sich das Thema damit für uns erledigt. So, halbe Fahrt. Und was wir jetzt mal machen, ist, wir gehen mal direkt tauchen und schauen mal, ob noch irgendwo was anderes in der Nähe ist. Und ja, Tatsache, da ist nämlich noch eins. Ich hatte nämlich schon in Erinnerung, da war doch noch ein Schiff. Okay, dann fahren wir mal darauf zu. Ja, so sollten wir das dann finden. Halbe Fahrt und auf geht's. Ein Kompressor an. Nur nicht zu unvorsichtig werden. Das kann immer noch ein Frachter sein, der stark bewaffnet ist. Und wir haben keine Munition mehr fürs 8-8er. Da ist der Schornsteinrauch. Passen wir unseren Kurs mal an. So. Und vorsichtig. Ja, handelt sich um einen Frachter und ein weiterer Tanker. Das ist ja ein Fest, ist das ja hier. Auf den fahren wir doch jetzt mal glatt zu. Der weicht uns etwas aus. Und wir legen so den Kurs... gehen mal auf große Fahrt. Der Bielik, der kann von mir aus auch gerne mal an das Geschütz gehen. Wenn der Kommandant sich jetzt ausruhen möchte, dann soll er das tun. Der hat gut gearbeitet, würde ich sagen. Und was wir jetzt schon mal machen werden, ist, wenn wir die Reichweite jetzt mit dem zusätzlichen Personal hinbekommen, dass wir, ja, das lossenden. Alles klar. Sehr schön. 20.441 Punkte. Das hat sich doch schon wieder gelohnt, Leute. Und wir schauen mal und jawohl.
ja wirklich passend in der Missionsbeschreibung erwähnt worden. Hier gibt es viele, viele, viele Schiffe mit wenig Schutz. Besser kann es nichts laufen für uns. Es ist nicht ein Flieger in der Luft, was vermutlich auch am Wetter liegen könnte. Sehr wenig Geleitzugschutz. Und die Schiffe selber sind auch nur schwach bewaffnet. Viel leichter können sie es uns echt nicht mehr machen. Gut, wenn sie überhaupt keinen Geleitschutz mehr geben würden. Aber ein bisschen Aufregung muss ja dann doch schon irgendwo sein. Okay, wir müssen mal ein bisschen näher ran. So. Wunderbar. Besser geht's nicht. So, alles ab. Der ist ja schon halb untergegangen. Feuer kriegen wir hier offensichtlich nicht hin. Oh, das habe ich eben auch schon gesagt. Dann hat es doch noch geklappt. Und wir bremsen mal etwas ab. Gehen auf halbe Fahrt runter. Man merkt es sofort, dass wir auf halber Fahrt sind und nicht mehr auf großer Fahrt. Die Steuerung des Geschützes wird sofort schlechter. Ah, komm schon. Da gibt es doch gleich noch eine Detonation. Jawohl. Mit Ansage. Sehr, sehr schön. Haben wir es doch noch geschafft. Und auch dieser Kahn geht unter. Leute, wir sind ja schon wieder erfolgreich hier. Das ist ja die wahre Wonne. Schicken wir direkt das... Schicken wir direkt die Meldung raus. Ja, er geht unter und versorgen hier die Matrosen. So. Wieder kein Kommandant an Bord. Vielleicht auf dem anderen Boot. Auch nicht. Habe ich vielleicht zuerst das Falsche angewählt? Nee. Der Kommandant und der Ingenieur sind mit ihrem Boot untergegangen. Dann geben wir ihnen Vorräte, versorgen sie und ja, dann würde ich sagen, geben wir uns mal zu diesem Punkt hier, tauchen nochmal und dann schauen wir uns nochmal nach dem Zerstörer um. Ja, das sind ja die Rettungsboote. Das ist ja nichts, was uns jetzt hier was interessiert. Aber er hört Propellergeräusche? Nein. Nee, das bewegt sich ja auch nicht. Leute, das ist nichts. Okay. Dann, wie gesagt, fahren wir zu diesem Punkt. Da sind die ganzen Wracks. Guckt der Kreuzer immer noch aus dem Wasser? Das interessiert mich jetzt nochmal. Welcher war es denn, den wir versenkt haben? Welcher war der Kreuzer? Welcher Kontakt? Aber ganz offensichtlich, ich bin jetzt ja zu jedem gegangen, der Kreuzer ist jetzt auch weg. Okay. Dann gucken wir mal nach dem Zerstörer jetzt. Bin mir nämlich gerade nicht sicher, ob wir für den die Punkte schon bekommen haben. Der war ein ganzes Stück weiter hier hinten.
Na, möglicherweise ist der jetzt auch untergegangen. Da haben wir den Mast. Und jetzt haben wir aber keinen mehr im Ausguck. Das ist sehr schlecht. Kommandant, direkt mal ran. So. Klar. So, jetzt die Frage. Das ist der, ne? Hatte gerade ganz, 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 ganz kurz, weil der ja auch in eine ganz andere Richtung steht. Ich hatte gerade ganz, ganz kurz die Buchse voll und dachte, da wäre jetzt nochmal ein anderer Zerstörer. Das wäre es jetzt ja gewesen. Aber der dreht seine Geschütze auch nicht. Nee, da ist die Besatzung schon längst von Bord. Ich speichere jetzt lieber trotzdem nochmal. Nicht, dass ich jetzt so den Mund aufmache und dann haben wir doch das Problem, dass der auf einmal seine Geschütze dreht. Das wäre ja wirklich total fatal. Aber nein, das ist er definitiv. Da sehen wir jetzt auch die Besatzungsmitglieder. So, drehen wir schön zur Seite ein. Gehen schon mal auf langsame Fahrt runter. Und parken richtig schön neben ihm ein. So. Stopp. Der Kommandant darf die Ehre haben, an das Geschütz zu gehen. So, Leute. Und hat schon mal jemand von euch aus einer solchen Nähe einen Kreuzer, ach, einen Kreuzer, einen Zerstörer versenkt? Und dann noch mit der Luftabwehr. Also mir ist das bisher noch nicht passiert. Müssen wir nur aufpassen, dass wir die Besatzungsmitglieder nicht zu, aus Versehen noch treffen, die hier in den Ruderbooten sind. Das wollen wir natürlich nicht. So grausam sind wir nicht. Und viel brauchen an Munition wird der Frachter auch nicht mehr. Der Frachter, der Zerstörer. Nochmal der Alarm los. Ja, und das war's. Schießen wir nochmal die Mäste ab, damit die auch gleich nicht aus dem Wasser gucken. Sehr schön. Dann haben wir den auch. Schwalbe-Klasse, kriegen wir 2500 Punkte noch für. Fantastisch. Dann schauen wir uns die Rettungsboote mal an. Wenn wir jetzt hier den Kommandanten haben, das wäre sehr interessant. Nicht, weil er irgendwie mehr Punkte geben würde oder sowas, aber haben wir nicht. Haben wir nicht. Okay, dann geben wir zwei von den Rettungsbooten ein paar Vorräte mit. So. Und jetzt muss ich mal gucken, wie sieht es überhaupt bei uns mit den Vorräten aus? Wir machen das normale Licht mal wieder an. Ja, dem Smoothie können wir mal wieder ein bisschen was mitgeben. Vor allen Dingen mal ein bisschen Obst. Und da jetzt mal 25, ein bisschen Gemüse. Ein bisschen Fisch. Und ein paar Würste. So. Unsere Matrosen sind auch versorgt. Wunderbar. Und wie tief ist das hier? 108 Meter. Wir haben es schon mal probiert nach einem. Ah, wird uns gar nicht angezeigt, ne? Nee. Okay, ich wollte gerade sagen, wir haben schon mal probiert, nach einem Flugzeugträger zu tauchen. Das hatte damals nicht ganz so gut funktioniert. Um halt mal zu gucken, ob man da reintauchen kann, ob man da die Flugzeuge sehen kann, ob man, ich weiß nicht, irgendwelche Fracht sehen kann, aber das ist offensichtlich bei den Zerstörern auch noch nicht möglich. Also würde ich daraus schließen, dass komplett Militäreinheiten von diesen Tauchaktionen erstmal ausgeschlossen sind. Finde ich extrem schade. Ich hoffe aber, dass das noch ins Spiel, seinen Weg ins Spiel findet. Weil das finde ich interessant. Da könnte man sich nochmal mit Munition versorgen. Oder. Ja, ich weiß nicht.
vielleicht irgendwelche interessanten Sachen einfach finden. Wir gucken jetzt aber mal, dass wir nochmal zurückfahren, wo er vielleicht nochmal tauchen, um zu prüfen, ob in der näheren Umgebung noch irgendetwas ist. Das machen wir mal zuerst. Und es scheint nichts vor Ort zu sein. Dann fahren wir mal zurück. Und tauchen vielleicht mal nach einem oder zweien Wracks. Jetzt liegen hier wieder beide auf dem Bock. So, du stehst auf hier. Was ist denn nu? Achso. Ich dachte gerade, warum ist denn jetzt das Spiel auf einmal so langsam? Warum fahren wir nicht mehr weiter? Dabei ist hier nur die Spielgeschwindigkeit rausgenommen worden. Okay, was schauen wir uns mal zuerst an? Lasst uns doch mal zu diesem Wrack hier fahren. Das liegt auf 109 Metern. Das sollte im Bereich des Möglichen sein mit diesem Taucheranzug. Oder vielleicht doch nicht. Gehen wir auf kleine Fahrt. Musst du vielleicht doch noch näher ran? Nee. Da ist er. Entsenden wir mal einen Taucher. Und muss ich mal kurz gucken. Wer hatte denn den Taucheranzug? Das war Bielik, oder? Wird mit entfernen. Bielik. Taucheranzug. Macht er das? Fortsetzen. Schauen wir mal, was hier auf dem Frachter so ist. Es wird wahrscheinlich derselbe Text sein wie immer. Er ist jetzt gerade in der Kombüse. Ja, dann gehen wir mal weiter zum Maschinenraum. Und ja, hier liegen nur einige Leichen der Besatzung. Dann gehen wir zum Frachtraum. Und sehen wir uns mal die Transportgüter an. Was haben wir hier? Getreide. Großkalibrige panzerbrechende Munition. Aha! Das ist interessant, Leute. Aber unser Hauptlager ist leider voll. Jetzt könnten wir natürlich wieder oben umstauen. Ah, er kann aber auch nicht so viel mitnehmen, ne? Nee, immer nur so ein bisschen. 9 Stunden dauert das jetzt, nur so ein bisschen Obst einzupacken. Ich wollte es einfach mal nur ausprobieren, wie lange das dauert. Aber das dauert eine ganze Zeit. Okay. Ich bin gerade überlegen, ob sich das denn. Wie viel Platz haben wir denn? Wie können wir am besten umstauen? Das möchte ich jetzt mal kurz prüfen. Also Hauptlager. Können wir hier was reinpacken? Ja, das würde gehen. Über Bord werfen, das wollen wir nicht machen. Können wir vielleicht jemandem die Verbandskästen geben? Fangen wir damit mal an. So, Gericke ist als Erste-Hilfe-Mann ausgebildet. Ich würde sagen, er bekommt dann einfach mal diese Erste-Hilfe-Kästen. Soll er sich die mal holen? Da kommt er auch schon angestromert. Sehr schön. Was haben wir noch hier, was wir abgeben können? Die Ersatzteile. Die kann. Er hat Ersatzteile. Er hat keine Ersatzteile. Dann kann der Ebeling nochmal Ersatzteile bekommen. So, jawohl. Und Prastorf hat auch Ersatzteile. Das heißt, das war's erstmal. Mehr können wir hier nicht machen. Was das Freiräumen des Lagers angeht, meine ich. Okay. Da müssen wir jetzt sowieso mal 9 Stunden warten. Und die See wird immer schlimmer, Leute. Wir können nicht mehr lange hier bleiben. Na gut, Schadensmodell durch See gibt's wohl nicht so im Spiel, ne? Trotzdem war das jetzt irgendwie der Gedanke. Okay, dann verladen wir mal ein bisschen Munition. 40 Schuss. Das ist doch erstmal was Vernünftiges. Und mehr können wir dann auch nicht machen. Dann machen wir erstmal das.
Wunderbar. Und dann nehmen wir nochmal 40 Schuss. Wunderbar. Und schauen wir nochmal weiter. Wir könnten zum Beispiel nochmal... Ach, Leute, wisst ihr was? Wir können ja nicht mehr als 100 aufeinander packen. Deswegen geht das nicht weiter. Ah, ja, okay. Gut, aber im Grunde haben wir dann alles. Dann schauen wir mal in das andere Lager, beziehungsweise wollen dann mal umstauen. Deckgeschütz. So. Und so. Ist auch fast voll dann das Lager vom Deckgeschütz. Und er kehrt dann erstmal zur Oberfläche wieder zurück. Das dauert auch 2 Minuten oder sollen das Stunden sein? Ne, das sind tatsächlich Sekunden. Okay. Wunderbar, Leute. Da haben wir es geschafft. 5.35 Uhr morgens haben wir es. Wir können gerne in der nächsten Folge auch nochmal nach den anderen Wracks schauen, beziehungsweise einfach mal reingucken, ob sich dort noch irgendetwas Interessantes verbirgt. Ich meine, beim letzten Mal hatten wir ja so tolle Sachen wie Gold. Ja, und das hat sich schon gelohnt, ne? Also da haben wir echt eine Menge Geld mit verdienen können. Vielleicht haben wir ja nochmal Glück. Okay, Leute, lasst mir gern ein Like und ein Abo da. In der nächsten Folge werden wir mal ein bisschen plündern. Und ja, danach werden wir mal schauen, ob wir hier in diesem Gebiet nicht noch was weiteres finden. Denn unsere Patrouille hat mehr oder weniger gerade erst begonnen. Mal schauen, was wir hier noch alles rausholen können. Leute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Sammy. Ciao!